Hallo und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Ja, ich wollte ein Video machen über Bedeutungen und Gewohnheiten und wie dadurch unser Leben gesteuert wird. Vielen ist bewusst, dass ihre Gewohnheiten sehr viel Macht und Einfluss haben, oder vielen ist es auch eben nicht bewusst, was die Gewohnheiten, was unsere Gewohnheiten, was die Gewohnheiten, die wir angenommen haben und die wir übernommen haben, was diese Gewohnheiten für eine Macht über uns haben. Und ihr kennt es ja, wir haben gute Angewohnheiten und wir haben schlechte Angewohnheiten. Eine der bekanntesten schlechten Angewohnheiten ist das Rauchen. Und diejenigen von euch, die sich das Rauchen schon abgewöhnt haben, die wissen, dass eigentlich der größte Teil des Rauchens oder warum man raucht, nicht im Körper liegt und auch nicht in der sogenannten körperlichen Sucht und Abhängigkeit, sondern dass vor dieser körperlichen Sucht und Abhängigkeit ganz klar die Gewohnheit ist. Also Rauchen ist ein super Beispiel dafür, was Gewohnheiten mit Menschen machen. Ja. Wann rauchst du eine Zigarette, unter welchen Umständen, was für einen Gefühlszustand hast du, was für eine Tageszeit ist es, was für ein Getränk hast du, mit welchen Leuten warst du zusammen. Das sind alles so Gewohnheitsmuster, die schleichen sich langsam aber sicher ein und irgendwann mal gehört eine Zigarette dazu. Irgendwann mal gehört ein Glas Wein dazu. Das sind so diese altbekannten, von uns als schlechte Gewohnheiten anerkannten Gewohnheiten, die man sich abgewöhnen sollte, will, muss. Aber es gibt ja noch so viel mehr Gewohnheiten, die unterbewusst ablaufen, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben, dass es Gewohnheiten sind. Und zwar gibt es Gewohnheiten zu denken, Denkgewohnheiten. Diese Denkgewohnheiten, diese Denküberzeugungen, diese ganzen Glaubenssätze, die wir uns angewöhnt haben, die sind richtig heftig zum Teil. Ja, keine Ahnung, Halsweh, Tee trinken. Alles, was Gesundheit betrifft, ja, da haben wir so einen Haufen Gewohnheiten. Was wir sagen, wenn einer Schmerzen hat, wie wir darüber denken, wenn einer ein Problem hat, wie wir Lösungen permanent anbieten, wenn einer irgendwie scheinbar aus unserer Sicht irgendein Lösungsangebot braucht. All diese Sachen, ja. Das sind alles Gewohnheiten. Unser ganzes Leben setzt sich aus Gewohnheiten zusammen, aus Denkgewohnheiten, aus Fühlgewohnheiten, alles Mögliche. Und meistens ist es halt leider unterbewusst. Und so fahren uns, genauso wie diese Fahrräder hinter mir die ganze Zeit durchfahren, fahren uns unsere Gewohnheiten durchs Leben. Und wenn wir nicht aufmerksam sind, dann werden wir gefahren von unseren Gewohnheiten, weil unsere Gewohnheiten haben ja meistens einen Grund, und zwar wollen sie Dinge vermeiden. Sie wollen schlechte Gefühle vermeiden, sie wollen Angst vermeiden, unsere Gewohnheiten wollen Unsicherheit vermeiden, all diese Dinge, ja, deswegen sind unsere Gewohnheiten irgendwann mal entstanden. Aber niemand überprüft wirklich all diese Gewohnheiten, ob sie wirklich sinngebend sind, ob sie wirklich das leisten und liefern, für was sie ursprünglich mal gedacht waren. Und ich sage es nochmal am Beispiel vom Rauchen. Ja, das hauptsächlich ist, wenn du jemanden fragst, warum rauchst du denn? Ja, wenn ich Stress habe, dann muss ich eine rauchen, dann geht es mir nachher besser. Aber ich habe noch keinen Raucher gefunden, den ich nachher wirklich gefragt habe, geht es dir dann wirklich besser? Fühlt sich nachher wirklich dein Körper besser an? Oder ist es nur ein ganz kurzer Eindruck, ein ganz kleiner Moment, eine ganz kleine Erlösung, die eigentlich nur deswegen stattfindet, weil du dir die Erlaubnis gibst, dich kurz zu entspannen und dich kurz zu entstressen, wenn du diesen Lebensstempel in der Hand hast. Ist es nichts anderes wie ein Erlaubnisgeber, der letztendlich dennoch nicht mal das hervorbringt,
nämlich diese wahre Entspannung und diese wahre Entstressung, weil wenn wir Gift in unseren Körper in großen Mengen reinlassen, dann ist unser Körper gestresst. Das spürt der Körper. Also dieses Gefühl des Entstressen oder des Nicht-Gestresst-Seins, das ist im Prinzip auch nur eine Bedeutung. Das ist auch nur eine Bedeutung, die wir dem neuen Gefühl geben, das im Körper entsteht, wenn wir, sage ich jetzt weiter dieses Beispiel, eine Zigarette rauchen. Ja? Das ist dann diese Bedeutung. Wir sagen, ah ja, jetzt fühle ich mich besser, jetzt bin ich kurz entstresst. Aber letztendlich, jemand, der nicht raucht, wenn du dem dieses Gefühl gibst nach einer Zigarette, der fühlt sich komplett gestresst. Ja? Da geht das Adrenalin hoch, da gehen die Abwehrkräfte hoch, da fährt Stress ein. Aber du als Raucher hast dir dann irgendwann mal gedacht, nö, das heißt für mich Entstressen. Dieses Gefühl, das nehme ich jetzt als Entstressen. Und so sind diese ganzen Bedeutungen, die wir diesen Gewohnheiten geben, einzig und allein in uns selber entstanden, respektive übernommen worden und weitergeführt worden. Und aus diesem Grund möchte ich euch einfach in diesem Video mal den Impuls geben, überprüft eure Gewohnheiten, eure guten und eure schlechten, auf die Bedeutung, die ihr ihnen gebt. Und versucht euch so gut wie möglich frei zu machen von irgendwelchen Gewohnheiten und erlaubt euch, allen Dingen auf dieser Welt die Bedeutung zu geben, die sich für euch gut anfühlt. Die Bedeutung zu geben, die dorthin führt, wo du hin möchtest. Und gerade nochmal beim Thema Heilung auch, wenn du die ganze Zeit irgendeinem Schmerz eine schlimme Bedeutung gibst, insbesondere die angewöhnte Bedeutung, dass, oh, wenn ein bisschen ein Schmerz ist, dann müssen wir gleich zum Arzt rennen und früh erkennen, dass nichts schlimmer wird. Ja? Wenn du diesen Mindset hast und einem Schmerz eine solche Bedeutung gibst, dann kommst du womöglich in ein Rad, in ein Karussell rein, wo Schmerz schlimm ist und noch schlimmer wird und der nächste Schmerz schlimm ist und so weiter und so fort. Wenn du dich aber dafür entscheidest, dass Schmerz nichts Schlimmes ist, dass Schmerz einfach nur bedeutet, sollte mal wieder zu mir zurückkommen, sollte mal wieder in Balance kommen, ah ja, vielleicht habe ich zu viel gemacht, vielleicht habe ich auch nur zu viel gedacht, vielleicht habe ich auch nur das Falsche gedacht über mich und meinen Körper, vielleicht habe ich das Vertrauen in mich und das Leben und in die göttliche Macht, die sowieso alles besser weiß und die eigentlich mich führt, wenn ich meinen verdammten Verstand, diesen Quatschkopf der Besserwisserischen, mal ausschalte und mich darauf einlasse, dass hier eine lebendige Kraft herrscht, die unser Herz zum Schlagen bringt jeden Moment, ohne dass wir dran denken. Vielleicht ist das die Bedeutung, die du Schmerz geben möchtest. Ja, du darfst dir aussuchen. Dein Leben ist frei, du bist frei. Du darfst allem die Bedeutung geben, die du für dich entscheidest. Und je besser die Bedeutung ist und je klarer du dich für eine positive Bedeutung, egal ob es gemeinhin als schlecht betrachtet wird, entscheidest, dann wird für dich das positiv ausgehen. Das ist einfach Gesetz der Anziehung, das sind die göttlichen Gesetze, das ist das Gesetz des Lebens. Alles, was du in dir trägst, alles, was du in dir fühlst, das ist genau das, was du im Außen sehen wirst. Ja, ein kleiner Reminder zum Sonntag. Überprüft eure Bedeutungen, überprüft eure Gewohnheiten. Schaut, ob sie euch dorthin führen, wo ihr sein möchtet, wie ihr euch fühlen wollt. Und wenn das nicht so ist, verändert sie einfach. Einfach so, weil ihr es könnt, weil ihr diese Macht und diese Kraft habt. Dankeschön fürs Herzchen. Und weil wir dazu da sind, das zu lernen, das zu erkennen und unser Leben in die Göttlichkeit, ich sage es immer wieder gerne, in den Himmel auf Erden, in das Paradies für uns verwandeln, weil wir dazu da sind, weil wir es können, weil wir die Macht haben, weil jeder Einzelne, der für sich diesen Weg einschlägt, für andere den Weg frei macht. Also,
einen wunderschönen Sonntag. Nächstes Mal mache ich das Video ein bisschen mit weniger Fahrrädern. Also, ich zeige euch nochmal kurz ein bisschen Natur. Genau. Also, happy day. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Herzchen, die Umarmungen, Küsschen. Danke. Ciao, ciao.